Der BB Radio Mitternachtstalk mit Jens Hermann. Täglich von 0 bis 2 Uhr. Promis mal anders. Mit Geschichten, die ihr so noch nicht gehört habt. Hallo Freunde, hier ist euer Kumpel Paul Panzer. Schon leicht verschlafen, leicht angeschlagen beim Mitternachtstalk. Jens und ich hier bei BB Radio. Voll die Vielfalt. Herzlich willkommen. Ja, schöne Grüße. Und natürlich auch jetzt alle Hörerinnen und Hörer draußen an den Rundfunkempfangsgeräten. Ist schon verrückt, wie man heute Radio macht. Ne? Jetzt sitzen hier wie so zwei Sportkommentatoren. Ist toll, oder? Auf einer gemütlichen Couch? Ja, also wenn wir jetzt so noch rausgucken auf den Madison Square Garden und uns gerade so einen Boxkampf moderieren. Ne? Ja, der linke Haken, der war schon nicht schlecht. Und wir haben ja hier in der roten Ecke mit einem Gewicht von 134 Kilo. Es ist wirklich... Aber so viel wiegst du? 134 Kilo? Nein, ich habe von dir gesprochen. Ach so, von dir? Ich bin ein bisschen... Weniger? Ein bisschen weniger. Ah, okay. Ein bisschen weniger. Sag mal, aber man hört hier sofort deine Radiokarriere an. Also du hast ja viele Jahre auch Radio gemacht. Du hast ja damals laufen gelernt, glaube ich, ne? Ja, Radio ist ja echt toll, ne? Also finde ich ja zum Beispiel tausendmal besser als Fernsehen, ne? Weil man hat vier Möglichkeiten, ne? Und du kannst immer im Schlafanzug zur Arbeit gehen. Das ist ein großer Vorteil. Gerade jetzt um die Zeit, ne? Weißt du, ich meine, die Leute können dich jetzt nicht sehen, wenn ich jetzt ein bisschen beschreibe, du sitzt hier in deinem rosafarbenen Bademantel mit deinem Jens-Emblem, mit dem verschlungenen Drachen auf der Tasche und hast hier einen Kai Pirinha vor dir stehen. Das sieht man draußen ja alles nicht. Nee, aber findest du das jetzt schlimm? Also ich finde das. Nein, ich finde das gut. Ich finde das gut, dass du sagst, nee, komm, das ist meine Dienstkleidung. Das ist meine Dienstkleidung. Also um die Zeit auf jeden Fall. Ja. Da muss man sich auch nicht schön machen. Nee. Ich meine, hast du ja auch nicht. Nee, doch, du hast ja, du hast. Drecksack. Paul Panzer hat natürlich wieder seine schönen. Was ist das hier? Kaffee? Weiß ich nicht. Nee, das ist, glaube ich, wir haben ein bisschen Alkohol reingemacht. Ah, wow, mein Gott, ich trinke doch gar nicht. Ja, dann nimm mal einen Schluck. Nee, dann nimm ich. Du hast ja immer so schöne Hemden an, Paul. Ja. Das ist ja so ein Modell 70er-Jahre-Tapete. Wo kriegt man denn die eigentlich? Die Hilde näht die. Ach, dann macht sie selbst, seine Frau. Ja, sicher. Hilde ist sehr begnadete Textil-Dings, ne? Und die muss ich anziehen. Aber kann ich jetzt auch nicht sagen, habe ich keinen Bock drauf. Ne? Wenn deine Frau dir was schenkt und es selber genäht hat, ziehst du das Ding an. Mhm. Das ist wie bei dir mit dem rosafarbenen Bademantel. Na hat ja, doch auch deine Mutter gemacht. Und da sagst du ja nicht, zieh ich nicht an. Das geht nichts über Muttis. Ne? Mutti ist immer noch die Beste. Ist es auch bei dir so, ja? Ja, das natürlich. Holst du dir die Inspiration bei der Fashion Week zum Beispiel in Berlin? Fashion Week? Fashion Week, also da stellen Mode vor, oder? Nee, da ist, die sind ja immer, hängen ja immer drei, vier Jahre hinten dran. Aber ich meine, die Style musst du ja irgendwo mal entdeckt haben. Ich bin ja mehr so Trendsetter, weißt du, ich leg dann so ein bisschen fest, in welche Richtung es die nächsten Jahre geht. Mhm. Ich wundere mich, dass das noch nicht angekommen ist hier bei Michalski und Co. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass man die auch gar nicht so zu kaufen kriegt, weil ich habe die noch nie in einem Geschäft irgendwo gesehen. Aber wenn nur deine Frau die Dinger anfertigt, sind es ja quasi Unikate. Aber die könnten sich ja da mal so ein bisschen, oder der wie heißt er, Lagermann. Feld? Lagerfeld. Feld, ja. Ja, Lagerfeld, der könnte doch mal sagen, hier, komm, Blümchen jetzt mal ein Jahr lang angesagt. Aber du bist schon also immer gut gestylt. Also du achtest ja schon drauf, dass du immer ein ordentliches Sakko anhast und Anzug und dieses bunte Hemd muss natürlich dann auch sein. Sakko ist heute ein bisschen zerknittert. Das ist in einer Fernsehsendung nass geworden. Und da hat sich der Stoff irgendwie zusammengezogen. Ne? Aber das liegt schon beim Anwalt, das kriege ich wahrscheinlich Neues. Und du hast doch wirklich nur einen? Einen was? Anzug. Ja, ja. Aber mehrere Hemden. Mehrere Hemden? Ja, die sind ja aber alle ähnlich. Also die Hemden? Die Hemden sind dann, die sind alle ähnlich. Gleich sozusagen. Das ist, also ja? Hilde hat quasi eine Rolle Stoff gekauft und hat aus diesem... Ich nehme an, da gab es mal irgendwann eine Schiffshavarie und da lagen einfach 30.000 Ballen von diesem Blümchenstoff drauf und seitdem trage ich die seit jetzt fast 15 Jahren. Und bist du eigentlich als Kind auch schon mit bunten Hemden rumgelaufen? Ich hatte immer so Strampler an, so durchgehende Anzüge, wie heißen die? Overalls. Auch mit Blumenmuster? Nee, aber so aus Biber. So heißt doch der Stoff, ne? Biber. Biber. Ja, kennst du nicht Biber-Bettwäsche? Biber-Bettwäsche kenne ich, ja. Du hast jetzt einen echten Biber. Biber-Stoff. Du hast einen Felding getragen. Nein. Du kommst aus so einem kleinen Dorf, ne, in der Nähe von Düren, ja. NRW. Hätte ja sein können, dass man da Fell trägt als Kind. Ja, Biberfell, warum nicht? Ne? Du bist quasi auf einem Dorf oder in einem Dorf groß geworden? Ja, kleine Dörfer sind gut, da wächst man behütet auf. Mhm. Warst du im Kindergarten? Ja, sicher. Und hast früher schon mit den Kindern immer Jux und Dallerei gemacht? Ja, ich war in der Tat schon immer so ein Quatschmacher. Ne? Ich habe
Vor Weihnachten haben wir zu Hause mal alte Super 8-Filme geguckt und da habe ich immer schon, ne, wo mein Vater mich dann so aus den Ohren, aus dem Bild rausgezogen hat und weil ich einfach wieder Quatsch gemacht habe und so, ich kann auch nichts anderes. Quatsch machen. Ne? Das ist aber gut, dass du das machst. Ja, finde ich auch. Und Schule? Schule war ich auch auf der Schule, ja. Auch ich war auf der Schule, ja. Und Pausenclown oder Unterrichtsclown? Auch alles, auch wenn mal für die Klausur nicht geübt wurde, der den Feuerknopf drückt, damit alle frei haben. Ja, wundert mich, dass ich dann doch noch irgendwie die Kurve gekriegt habe. Ne? Aber gut, dass du es gemacht hast. Ja, auf jeden Fall. Und das bist du für uns auch, für viele auch ein großes Vorbild. Ja, auch in Sachen Kleidung meinst du? Ja. Ja, in Sachen Kleidung zum Beispiel, auch in Sachen glücklicher Familie, weil ich meine, in deinem Programm kommt ja auch deine Familie immer vor. Liebe Hilde, und über Bolle redest du ja auch wieder, bist du stolzer Vater, ne? Ich hab, ja, also es gibt ja eigentlich nichts über Familie, ne? Familie ist so das, die kleinste zusammengehörige Einheit, die man so haben kann, ne? Da muss man schon drauf aufpassen und auch mal Zähne zusammenbeißen, ne? Man kann nicht immer, wenn immer jeder nur an sich denkt und immer sagt, ja, wir machen das aber so, wie ich das sag, dann wäre kein Mensch mehr zusammen, mit niemandem, dann werden wir alles Eremiten oder hier wie bei Heidi, der, wie ist er, Almöhi, ne? Dann, wir müssen Kompromisse eingehen. Und deine Ehe ist ein Kompromiss? Nö, das klingt ja bei den Shows komplett anders. Ja, ja. Deshalb heißt das Show. Ne? Das, nein, nein, es ist, Kompromiss muss ja nicht schlecht sein. Ne? Es ist halt immer so, in der Beziehung gibt es immer einen, der das Sagen hat und immer einen Mann. So. Ne? Ja, das kennen wir, ne? Da. Wie viele Shows spielst du eigentlich pro Jahr? So knapp 90. Weißt du denn noch, in welcher Stadt du dich gerade befindest, wenn du unterwegs bist? Ja, das sagen mir ja auch Kollegen immer. Mhm. Ne? Und ist heute hier und so. Ja. Steht vorne an der Bühne dran. Ja, schon auf Schuhspitzen. Nicht, steht. Dass du im Cottbus sagst, Hallo Berlin oder so, das passiert dir nicht. Nee, es ist ja auch nicht so ein, das würde ja auch implizieren, dass das so ein Runterreißen ist, ne? Und dass mir egal ist, wo ich bin. Du bist regelmäßig bei uns in der Region und was sagst du zu unserem Publikum? Weil man sagt ja immer, ja, die Brandenburger, die kommen nicht so richtig aus dem Knie. Nein, also überhaupt nicht. Deswegen bin ich auch so oft hier. Ne? Ja. Bei mir lachen die sich mal kaputt, schmeißen sich weg vor Lachen. Weiß nicht, ob das Mitleid ist oder an meinen Hemden liegt. Nee, die haben richtig Spaß und darum spiele ich auch so gern hier im Osten mal, grob gesagt. Mhm. Ne? Macht echt Spaß. Mhm. Gibt es einen Unterschied zwischen Ost- und Westpublikum? Nee, aber vielleicht zwischen Ost und Süd. Also unten in Bayern ist schon anders. Ne? Inwiefern? Ja, die sitzen dann schon da und sagen so, jetzt mach erstmal. Ne? So, haben ja dann auch immer gern so ihre eigenen Leute, ne? die sind immer skeptisch, wenn da so ein Fremder kommt. Ne? Gerade so ein Vogel wie ich, sieht komisch aus, bunte Hemden an. Auch noch Rheinländer, erstmal vorsichtig. Aber Rheinländer ist natürlich auch für die Frohnatur von Hause aus. Das bringst du schon so ein bisschen. Ja, mit. Aber das wissen die Bayern ja nicht. Das wissen die nicht? Nee. Und wenn du das erste Mal da warst, dann sind die auch... Dann sind die du, ja. Wenn ich zum Beispiel in München spiele ich immer Zirkus Krone und da bin ich einmal im Jahr, ist immer rappelvoll das Ding und die kommen, die wissen das, so. Hm. Aber man würde mich jetzt nicht in die Politik in Bayern wählen oder so, da wäre noch Skepsis da. Ja, auf jeden Fall. Du bist ja auch ein Typ, der auch das weibliche Geschlecht sehr anspricht. Ja, so. Ist das so? Und ich glaube, es gibt ja auch wahrscheinlich viele Groupies, die so auftauchen zwischendurch. Bei dir? Also ich hatte, ich habe jetzt noch keinen real gesehen. Ich habe davon gelesen bei Wikipedia, es gibt so Personen, aber hatte ich nicht. Ne? Nee. Und ich hatte meinen Reifen platt am Auto nach einer Show. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt mit einem Groupie zusammenhängt, aber ich hatte mal Reifen platt. Ne? Hat jemand zerstochen, damit er dir dann anschließend helfen kann? Der war nicht mehr zerstochen, war einfach Luft raus. Kann auch ein kaputtes Ventil sein, ich rede mir ein, das war ein Groupie. Ich hatte mal einen Groupie. Das war aber denn mehr ein Stalker, würde ich sagen. Meinst du? Stalker sind die machen Reifen platt. Zum Beispiel, ja. Stalker. Worauf freust du dich am meisten an bei diesen Shows? So, wenn ich merke, nach den ersten 3, 4, 5, 6, 7 Minuten, die haben Spaß, ne? Und die lachen so, wie ich das erhofft habe, ja? Und die sind so drauf, wie ich mir das erhofft habe. Das sind eigentlich die schönsten Minuten, wenn ich so merke, es läuft. Ne? Und wenn die sich da wegschmeißen und die Tränen aus den Augen wischen und rumquietschen vor Lachen, so, dann bin ich echt happy. Klingt ein bisschen abgeschmackt, so, ne? Also, ja, der Applaus ist der Lohn des Künstlers. Ne? Ich freue mich auch schon, wenn ich Miete zahlen kann und so. Aber
Wenn die Leute gut drauf sind, dann bin ich auch, auch gut drauf. Und wenn die Leute mal so, manchmal spiele ich so an einem Dienstag oder so oder an einem Mittwoch, weil es nicht anders geht, da merkt man, sind die Leute anders drauf. Ne? Die sind im Stress, müssen morgen wieder zur Arbeit und wieder so. Und dann färbt das auch auf mich ab. Darum bin ich eigentlich dahin gegangen, dass ich gesagt habe, nee, ich spiele nur noch Freitag, Samstag, Sonntag. Ne? Bin so ein bisschen der Sunshine-Comedian. Und dann sind die auch gut drauf. Du bist ja ein alter Hase. Passiert dir das ab und zu, dass du während der Show Text vergisst oder so? Ja, total oft. Und was machst du dann? Ja, was anderes erzählen. Ne? Oder sag, haben Text vergessen. Und dann gucken die mich an und dann muss ich improvisieren. Aber so. Du gerätst da nicht in Panik? Nee, das ist, schlägt dann bei mir direkt um in irgendwie, oh, erzähle ich was anderes. Und wenn das auch nicht klappt, erzähle ich wieder was anderes. Und wenn das auch nicht klappt, wieder was anderes. Ich erzähle so lange was anderes, bis ich merke, ah, guck mal, gefällt Ihnen. Und das geht aber dann sehr schnell innerhalb von 20 Sekunden. So. Ich könnte das jetzt gar nicht sagen, weil mir jetzt der Stress fehlt. Ja, wir sind so entspannt hier. Ja, ich kann das jetzt nicht simulieren. Mhm. Mir fällt nichts ein. Da muss wirklich da der Druck sein, da dir ein paar tausend Leute sitzen, die dich angucken, wie so ein Erdmännchen und sagen, so, und jetzt? Nun bist du ja also als Schweißer wahrscheinlich handwerklich ein bisschen begabt. Hast du irgendwelche Hobbys, die in die Richtung gehen? Was machst du? Ja, ich habe in der Nähe von Köln habe ich eine kleine Metallwerkstatt. Mein Vater lungert auch darum, ne? Der ist ja schon Rentner, bringt dann immer so ein paar Kumpels mit, so ein bisschen wie bei der Muppet Show, die da oben rumhängen. Cool. Und dann, keine Ahnung, fummeln wir irgendwie. Ich hatte vor Weihnachten, haben wir in der Werkstatt, habe ich die Weihnachtsfeier gemacht, ne? Für meine Crew und noch ein paar andere, waren so 80 Leute da. Und ich hatte keine Stühle und wollte aber auch nicht irgendwelche blöden Stühle bei Ikea holen. Und dann war mein Projekt für den Herbst, habe ich 80 Stühle gebaut aus Metall. Und das war mehr Arbeit, als ich dachte. Ne? Du musst ja dann den ganzen Kram, die Rohre biegen und hier und warm machen und Bleche schneiden und verschweißen und Halterungen rein und so. Und das war echt nah. Aber jetzt habe ich 80 Stühle. Wahnsinn. Also die nächsten Jahre sind gesichert für Feiern und Co. Es sei denn, es kommen mehr als 80. Ne? Da haben wir ein Problem. Da musst du noch mal nachlegen. Zweite Serie nachlegen. Was die Leute natürlich auch mal gern wissen wollen, BB-Radio ist ja auch ein Musiksender. Was hörst du denn für Musik, wenn du Musik hörst? Hörst du Musik? Ja, aber so komisch so, ne? Ich bin ja auch schon ein bisschen älter. Ich höre dann so, ne, so Bruce Springsteen finde ich gut. Ja. Hör ich gern. U2, AC/DC, Reinhard May. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben darunter verborgen. Und dann hast du die Zäsur gehört, ne? Dieses Verborgen und dann. Das ist so schwierig. Ja, die Zäsur ist wichtig, Mut zur Pause. Du bist also ja jemand, der auch zwischendurch mal eine Pause macht. Ja, dummerweise im Leben viel zu selten. Ne? Man sollte ja viel öfter mal Pause machen. Ne? Aber wir sind alle so gehetzt, ne? Hängen alle in unserem Hamsterrad und gibt oft nur drin oder draus. Ne? So, gibt nicht so ein Zwischending, so halb drin. Und vielleicht sage ich auch irgendwann, lasse ich einen Stift fallen und sage, nee, jetzt mache ich irgendwas mit Krabben. Fischen. Und ich weiß, dass dann viele Leute ganz doll traurig werden, ich eingeschlossen, weil ich oute mich jetzt mal als großer Paul Panzer-Fan, weil ich habe. Das ist gut. Ich habe alle gut, deine Programme gesehen. Und insofern. Ah, du warst das. Ja, ich war immer mit dabei. Ich bin nie unangenehm aufgefallen, ich habe es immer gesehen und ich hatte viel Spaß und ich hoffe, dass. Also, du bist kein Stocker, ne? Nein, ich bin kein Stocker. Du bist einer von den guten Stockern. Aber hast du gemerkt mit dem Reifen, dass die Luft ausgelassen hat? Ah, ich wusste doch, das hatte Bedeutung, dass da diese kleine rote BB-Jacke neben dem Reifen lag. Ach, habe ich die Jacke vergessen. Ja. So ein Ärger. Also ich wünsche mir, dass du noch lange Programme machst, ja, und dass wir viel, viel lachen können. Und ich wünsche dir für die Zukunft alles Gute. Bleib bitte gesund. Ja. Bleib so gut gelaunt. Und dir vielen Dank jetzt, also nicht nur für den für das Getränk, auch für die, hat Spaß gemacht hier. Bisschen spät jetzt, eigentlich nicht meine Zeit, ne? Aber schönen Gruß trotzdem an alle die jetzt noch draußen vom Radio sitzen. Schüttet euch vielleicht auch einen Drink ein. Der Jens und ich werden jetzt noch austrinken. Genau. Habt ein gutes Leben, einen schönen Tag noch. Tschüss, Jens. In diesem Sinne, eine gute Nacht, Paul. Bis zum nächsten Mal. Tschö. Der BB-Radio Mitternachtstalk mit Jens Hermann.